Es gibt einen Haufen gute Argumente für Begrenzungsinitiativen. Ich stimme ja. Für mich spielen vor allem 5 Argumente eine wesentliche Rolle. Punkt 1. Es ist einfach das Normalste, dass ein souveräner Staat Zuwanderung eigenständig regelt. Und wenn das vom Bundesrat dermaßen problematisch dargestellt wird, dann ist das Problem nicht die Initiative, sondern der Bundesrat. Punkt 2. Ökologie und Zubetonierung von unserem Land. Wir haben in den letzten 13 Jahren 1 Million neue Leute aufgenommen. Das sind 50.000 bis 70.000 im Jahr. Jeder braucht Infrastruktur. Die Strassen sind überlastet. Es beansprucht eine Wohnfläche von Stadt Thun, wie wir es hier etwa sehen. Thun hat 42.000 Einwohner. Es geht irgendwie nicht auf, wenn man auf der einen Seite von Biodiversität schwärmt, biologisch angebaute, einheimische Landwirtschaftsprodukte will, immer mehr Lebensräume für Wildtiere, aber zugleich pro Sekunde einen Quadratmeter Grünfläche überbaut. Punkt 3, Arbeitslosigkeit. Personenfreizügigkeit trifft die Arbeitnehmer, insbesondere die älteren Arbeitnehmer. Ein Drittel von ihnen findet keinen Job mehr. Wer so mal um die 50 einen Job gesucht hat, der weiss wahrscheinlich, von was ich rede. Herr Wiesler, ihr wärt die perfekte Person, einfach 10 Jahre zahlt. Das heisst, ein bisschen zu teuer. Die Leute werden ersetzt durch ausländische, billigere Arbeitskräfte. Und das Problem hat sogar der Bundesrat gesehen. Darum wird er eine Überbrückungsrente, das heisst eine neue Sozialkasse, installieren. Und das in einer Zeit, wo man nicht weiss, wie man die AHV finanzieren will. Außerdem ist eine solche Rente geradezu ein Freipass für die Unternehmer, die älteren Arbeitskräfte elegant in die Wüste zu schicken. Die Allgemeinheit muss dafür aufkommen und ein paar wenige können den Gewinn optimieren. Punkt 4. Die wahren Profiteure. Schau, woher das Geld fließt und dann weisst, woher der Wind weht. Profitieren von der Personenfreizügigkeit tut nicht der einfache Bürger und nicht der Kleinunternehmer, sondern zum Beispiel Gewerkschaften. Sie kämpfen auf der einen Seite gegen das Lohndumping. Aber Personenfreizügigkeit ist ja gerade der Grund für das Lohndumping. Trotzdem sind sie gegen die Initiative und zwar vermutlich, weil es ihnen aufgrund der Gesamtarbeitsverträge Millionen ins Kessel spült. Oh ja, sagt Economy Suisse, eine Organisation, die auch nicht primär den Kleinunternehmer vertritt, sondern die grossen international tätigen Firmen. Sie profitieren von dem, dass sie Vertreter, in der Regel nicht einmal Schweizer, mit einem Interesse für ihre persönlichen Boni und Salär und nicht für unser Land. Und dann haben wir hier noch Karin Keller-Sutter. Sie kautet in unserem Land herum und sie futtert gegen die Initiative. Und dabei redet sie immer von der Kündigungsinitiative. Das stimmt ja gar nicht. Hat denn die gute Frau überhaupt die Initiativvorlage gelesen? Ich meine, wenn die besten Argumente gegen die Initiative Unwahrheiten und Logiken sind, dann sollte man es ja sowieso nicht ernst nehmen. Der Bundesrat schreibt zum Beispiel auch im Abstimmungstext, mit dem Wegfall der bilateralen 1 würde die Schweizer Wirtschaft den direkten Zugang zum EU-Markt verlieren. Das stimmt nicht, das ist eine glatte Logik. Der EU-Markt ist gesichert durch den Freihandelsvertrag von 1972. Ich stimme ja zur Begrenzungsinitiative, aber es kommt mir vor, wie bei vielen Abstimmungen in der letzten Zeit, man macht den Leuten einfach Angst, damit sie so abstimmen, wie das der Bundesrat gerne hat. Das ist für mich die SS-Demokratie, so Maruga-Sutter-Demokratie. Alles ist freiwillig, solange dass ihr das wollt, was wir auch wollen.